είναι σπόρο που είσαι μόνο. Είναι αυτό. Πολύ δύσκολο που είστε σε αυτό, είστε σε αυτό, είστε σε αυτό, είστε σε αυτό. Und dann habe ich aber auf meine Homepage geschaut, ob da irgendwas Neues drauf ist, was nicht stimmt. Und habe dann gelesen, dass die Seite ist, um Gottes Willen. Ich habe diese ein bisschen mehr Internet belastet, als sein hätte müssen. Und habe nur meinen Vater gesehen und er hat gesagt, warum gehst du wieder dahin? Ich habe gesagt, weil ich das jetzt mache. Und ich habe dann gesagt, ich weiß eigentlich nicht. Warum ich da bin. Weil ich habe mich eingeladen und mich interessiert das, was dort heute passiert. Und die erste Reihe Fußfrei ist super. Aber ich habe nicht so das Gefühl, dass Musik wirklich so einen Beitrag leisten kann. Und mein Vater hat mir sofort widersprochen. Ich denke mir, Musik, indem man sie instrumentalisiert, das ist witzig, Musik und Instrument, hat schon verloren. Wenn man Musik politisiert, wenn man ihren politischen, also ich persönlich halte politische Lieder nicht aus. Da war mal eine Zeit, wo das Mode war, aber das hat auch nicht überlebt. Das brennt was gut, das ist mir passiert, weil mich das Thema so genervt hat, dass wir Lebensmittel verbrennen und Treibstoff draus machen, dass das rausgekommen ist. Aber nicht, weil man denkt, ah, müsste man mal ein kritisches Lied schreiben oder so. Und bis es fertig war, habe ich mir gedacht, schade, das könnte echt der Hit werden, wenn es nicht so ein, gar nicht schweren, aber doch ein bisschen einen anspruchsvollen Text hat. Und die ersten Meldungen der Redakteure, das schickte dann die Plattenfirma an die Radiostationen, ist gekommen und haben gesagt, vergiss es, kritische Lieder war einmal, das interessiert halt keinen Menschen. Warum das trotzdem ein Hit geworden ist, ist, weil so viele Leute angerufen haben, weil es hat einen Redakteur gegeben bei Ö3, der zufällig für einen eingesprungen ist, der krank war, der sich denkt hat, ich spiele das jetzt einmal. Nach Mitternacht, da hört sich keiner. Und er hat es zweimal gespielt. Und es hat gereicht, dass so viele Leute angerufen haben und wissen wollten, wer das ist, und sie wollen das Lied wieder hören, dass sie das herumgesprochen hat in der Redaktion, dass dann gesagt hat, okay, wenn so viele Leute interessiert, dann gehen wir es in die Rotation und dann wupp ist durch die Lippen gegangen. Aber wenn es diesen einen nicht gegeben hätte, der zufällig eingesprungen war, dann war das wahrscheinlich nicht passiert. Weil wie gesagt, das eigentliche Urteil war, interessiert die Leute nicht. Und das glaube ich schon, also dass wenn man den Nerv trifft, und ich habe ja nur das gesagt, was die meisten Leute denken und spüren, und ich habe es halt formuliert als Lied, und wenn es dann noch richtig gut fährt und in der richtigen Sprache formuliert ist, dann geht es einige Zapfer. Und ich glaube, das braucht schon Arbeit. Wie ich halt so, wie man dann geschaut hat, was, wann, wo ist das halt? Und dann habe ich gelesen, veganes, alkoholfreies Buffet. Wer ist auf den gekommen? Nichts gegen vegan und so nichts gegen alkoholfrei. Aber wenn das dazugehört, zu nachhaltigem Leben und bewusst leben, also, dann holen wir nicht viel hinter dem Ofen Vierer. Also es muss schon auch mit Lust und so verbunden sein, auch wenn es nachhaltig ist. Wenn ich da vorhin schon dran angefangen habe, aber wir haben gesagt, wir wollen ihn nicht. Und beim Herfahren habe ich mir dann so gedacht, was sagst du da überhaupt? Das ist halt ein Thema. Und ich fürchte ja immer, wenn ich vor die Leute hintritt, dass ich mich blamiere. Ob ich die Tiermann wieder umgeschnallt habe oder nicht. Und sind mir ein paar so nachhaltig, nach Musik und nachhaltig, eine nachhaltige Tour. Und wir sind jetzt unterwegs gewesen mit einem großen Bus, wo wir alle drin geschlafen haben. Und ein Sattelschlepper, ein 20-Tonner,
ich weiß nicht, wir haben eh mit kleinen Besteck, was aber trotzdem, ich weiß nicht mehr, wie 1000 Watt verbraucht jeden Abend an Licht und Ton und so weiter. Und im Sinne von vegan und alkoholfrei müssen wir eigentlich zu Fuß gehen. Und alle, die zu unseren Konzerten kommen, müssen auch zu Fuß gehen. Und wir spielen dann halt nur für maximal 100 Leute, weil wir werden nur so gern, weil wir hätten ja ein paar Anlagen. Und das taugt man nicht. Aber wir haben das im Wirtshaus gut gemacht. Das war dann wirklich auf keinem Rahmen. Und da war der Gedanke schon, ja, ich möchte da spielen, wo das toll aus ist und wo die Leute, wenn sie zu einem Konzert von mir kommen wollen, ob das in Linz oder Salzburg ist, sehr weit fahren müssen. Jetzt sind wir zu fünft oder zu sechst mit der ganzen Technik, und da waren wir nicht, sind wir da hingefahren, damit die Leute nicht weit fahren müssen. Ich sage immer, wenn wir in Hamburg oder in Berlin spielen, wir kommen zu euch, damit es direkt zu uns gekommen ist. Also, ich glaube schon, dass Musik die Welt verändern kann und das Denken, aber nicht so richtig im Sinne von denkt euch das oder dort so. Und das möchte ich ja gar nicht da, weil so gut man sich manchmal fühlt, dass das jetzt richtig ist, was man tut, bin ich doch immer mehr zum Zweifler geworden, je älter das wird, ob es wirklich stimmt. Und ich finde diese Vielfalt der Gedanken, und jeder, der da sitzt, hat einen anderen Zugang, wie er sein Leben lebt. Und es war schade, wenn wir uns nachmachen, finde ich. Also man spürt das eh. Und ich glaube, was die Musik aber machen kann, das ist, dass sie uns sensibler macht, oder was Kunst machen kann. Grundsätzlich sensibler für, dass man durchlässiger werden, dass man das spüren, was rundum und um passiert. Und dann kann eigentlich nichts passieren. Ich glaube, wir sind, nehme mich selber sehr ein, haben sehr, sehr dicke Haut gekriegt, damit wir es teilweise auch aushalten. Und das ist schade. Also mit der richtigen Musik wird man wieder zahlen. Ohne gleich auf Fleisch verzichten zu müssen. Haben wir noch nicht was aufgeschrieben? Ja, was bei 10 Minuten sind um. Fragen. Ja,